Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumberjacks Dynasty. Wir sind unterwegs zur dritten Mäh-Quest. Die ersten zwei haben wir jetzt erledigt. Aber eine fehlt halt noch. Die müssen wir noch machen. Der Dude ist da unten. Ne? Eigentlich hätte ich besser, wäre ich besser zu meiner Holden gefahren oder zukünftigen Holden. Ja, da wäre ich besser runtergekommen. Naja, egal, wir haben ja kein Zeitlimit. Wir müssen es ja einfach nur fertig machen. Bin mal gespannt, wo wir dann mähen müssen. Weil der Dude ist hier wahrscheinlich am Angeln oder so. Gehe ich mal von aus. Also da wird hier ja nicht seinen Hof haben. So, der Dylan. Hi Janet. Hallo. Hi. Hi. Irgendwelche neuen Gerüchte? Mir fällt nichts ein. Wirklich. Gut. So schöne Augen. Du bist etwas Besonderes. Weißt du das? Oh, ja. Danke. So nett von dir. So. Dylan. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Brauchst du meine Hilfe? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Das Gras muss gemäht werden und alle Büsche müssen weg. Würdest du das für mich tun? Klar. Sicher, kein Problem. So, Motorsense ist noch warm. Wir noch mal gucken, wo wir hin müssen. Dort. Dann muss ich wahrscheinlich da oben irgendwo links. Da müsste ich irgendwo links fahren können. Da zum Beispiel. Und dann können wir den auch Job auch erledigen. Da sind wir schon. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, wo müssen wir denn? Rund ums Hotel. Okay. Müssen wir auch mal was nicht wirklich zählen. Das ist mehr ein Suchspiel, ne? Such die Pflanzen, die du mähen sollst. Okay, hier sind es mehr Büsche als Gras. Was aber gar nicht so verkehrt ist. Büsche entfernen ist angenehmer als Gras mähen, finde ich. Geht mir zumindest so. Thank you.
gar nicht. Immer ein bisschen blöd, so dieses Gras mit den Blumen. Nixus Caelus. Brauchen wir noch. Das müssen wir echt erstmal finden, ne? Das ist echt ein Suchspiel. Finde das zum Mähen der Gras. So, 20 noch. Sollten wir da noch irgendwie hinkriegen? Eins noch, null, sehr gut. Halleluja. So, aber 80 Büsche. Das ist eine Ansage. Okay, hier sind genug. Das muss man schon sagen. Am Buschwerk mangelt es hier nicht. Den darf ich nicht. So. Die haben wir noch. So, 28 noch.
So, hier dürfen wir wieder. Wahnsinn, wie viel Buschwerk der hier drauf hat. Zwölf noch. Elf noch. Die finde ich eigentlich ganz schön. Das ist immer schade, die wegzumachen. Aber Kunde wünscht, Kunde kriegt, ne? So, sieben haben wir noch. Hier ist außerhalb. Wo ist denn hier der Anfang? Da. Der zählte nicht dazu. Der da hinten aber. So. Der nicht. Wo haben wir hier noch welche da? Drei, zwei haben wir noch, ne? So, Aufgabe erledigt. Sehr schön. Ging ja doch relativ zügig, ne? Dann können wir jetzt heimfahren. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was kochen. Wir haben ja noch mal ein bisschen Material besorgt. Aber ich glaube, an Zucchini und so hat uns das gar nicht mal groß gemangelt, ne? Eher an Eiern. Aber gut. So, gehen wir kurz runter. Das darfst du niemandem erzählen, hörst du? Ja, hören wir. Jeder hat gut gemacht. Danke. So. 1900 Talerchen haben wir wieder. Ist jetzt noch nicht die Welt, ne? Ist noch nicht die Welt. Da geht noch mehr. Aber wir haben zumindest mal alle Quests erledigt, glaube ich. Da ist keine mehr, da ist keine mehr. Ja, Quests haben wir alle erledigt. Sehr gut. So, wenn ich das richtig sehe, müsste die Folge jetzt schon im neuen Jahr sein, oder? Ich glaube, müsste der Dienstag, Donnerstag, Samstag, müsste der 1. Januar sein. Ja, in dem Fall wünsche ich euch natürlich auch noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und gut ins Jahr 2022 gekommen. Wie ich reingerutscht bin, kann ich leider noch nicht sagen, weil ich nehme die Folgen hier noch vor Weihnachten auf. Vorarbeit sozusagen. Weil wie in der letzten Folge schon gesagt, nach Weihnachten muss ich dann auch noch zwei Tage auf jeden Fall arbeiten. Da muss ich halt gucken, wie ich dann mit der Aufnahme zurechtkomme.
Und ich muss ja dann auch noch für die kommende Woche, also jetzt die erste Woche im Jahr, muss ich ja alles noch aufnehmen. Und ja. Gibt immer viel zu tun. Aber mir macht's Spaß, ich spiele die Spiele gerne. Sonst würde ich es nicht machen. This Land is My Land habe ich ja letztes Jahr erstmal auf jeden Fall ruhen lassen. Hat mich nicht so gecatcht, also nicht so gekriegt, das Spiel. Und weil das ist im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, nur Erobern von irgendwelchen Posten, aber nicht so wirklich, kein so wirkliches Aufbau. Also ich muss halt ja okay andere Stämme dazu holen und so, aber es reizt mich irgendwie nicht so. Und was dann auch noch natürlich erschwerend hinzukommt, dass tatsächlich ein Großteil von dem Spiel einfach in Englisch ist. Ich muss sagen, das stört mich durchaus. Wie sieht es hier mit Honig aus? Schlecht. Wie sieht es hier mit Honig aus? Auch schlecht. Ja, aber dadurch, dass wir jetzt hier Essen verkaufen können und noch Essen machen können, verdienen wir zumindest ganz ordentlich inzwischen, ne? Da fehlen mir noch die Rezepte. Honig-Eiscreme kann ich machen. 11. Habe ich noch 11 Eier? Wir machen mal die Eiscreme. Gucken wir mal, wie viel wir dafür kriegen. So, was kann ich noch machen? Auflauf mit roten Pilzen. Ups, da wollte ich mehr als den einen machen. So. Ich glaube, ich muss bald auch wieder Pilze sammeln. Wenn ich mir das so angucke. Honigpfannkuchen, was brauchen wir denn da? Den ganzen, ach, ich hatte 11 Gläser Honig, ne? Habe ich alles schon wieder verbraucht. So, Eierauflauf nach Waldart können wir noch machen. 4 Stück. Okay, dann fehlt es mir doch tatsächlich an Zucchini und Paprika und so Sachen. Und Honig. Gut. Jetzt gucke ich gerade mal, dass ich den hier verkauft krieg. Gerade mal zum Nachbarn rüber joggen. Der hat ja einen Shop. Honig. Ein Glas haben wir immerhin nochmal. Gucken, ob er mir noch was verkaufen kann. Wir sind ja gleich da. Dann kommen wir auf dem Rückweg beim Onkelchen und beim Tantchen nochmal kurz vorbei. Hallo sagen. Hallo, willkommen in meinem Laden. Danke. Was verkaufst du? Oh, dies und das, von jedem etwas, du weißt schon. Ja, ja. Werkzeug, Angelausrüstung, etwas Zubehör. Auch Essen für Angler. Was bietest du in deinem Laden an? Danke, da wollte ich hin. Ah, da haben wir auch nochmal Grillwurst. Sehr gut. Die kaufen wir. €16 kriegen wir dafür. Da 168.
Eiscreme kriegen wir eine Menge. Sehr gut. Melonen, was kann ich denn damit kochen? Mal irgendwelche Gerichte, für die wir Melonen brauchen? Müsste ich gleich mal gucken. Onkel, Tantchen? Wo sind sie denn? Da ist Tantchen. Hi, Tante. Hallo, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Hallo, Tante. Wie geht es dir? Mir geht's prächtig, aber du siehst hungrig aus. Hier, das habe ich für dich vorbereitet. Danke. Brauchst du meine Hilfe? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Meine sehr gute Freundin Sophia sucht nach jemandem, der ihr bei der Reparatur von Gebäuden helfen kann. Vielleicht solltest du mit ihr sprechen. Okay, machen wir. Ich muss los. Einen schönen Tag noch. Sophia. Wo ist denn Sophia? Geschäftspartner. Sophia müsste ich also finden. Okay, suchen wir in der nächsten Folge. Ich sage dann jetzt nämlich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.